Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf meinem Reisekanal hier bei Mehmet OE. Diesmal wieder eine Städtetour am Niederrhein, schön gelegenen Niederrhein in Moers. Hinter mir habt ihr den Hauptbahnhof. Da fangen wir auch gleich direkt an. Wenn ihr mit dem Zug angereist seid, wie ihr in den Wir fangen auch direkt am Bahnhof an, wie ihr dann am besten in die City kommt. Aber alles nach dem Intro. Auf geht's! Wenn ihr dann angekommen seid, hier in Moers mit dem Zug, habt ihr direkt die Information, auch nachher, wie ihr in die Stadt kommt, der Busfahrplan und beziehungsweise auch, wie ihr wieder zurückkommt, wenn ihr mit dem Zug weiterfahren wollt. Einfach mal Richtung Ausgang sich begeben und dann hat man schon die Möglichkeit, wie man von hier wegkommt. Lesen ist natürlich Vorteil, aber ansonsten Bus, Taxi, Ausgangszentrum Richtung Merbeck links. Wir wollen ja ins Zentrum, deswegen laufen wir gleich rechts. Wenn ihr dann auch noch Gepäck haben solltet oder mit Kinderwagen, habt ihr die Möglichkeit, habt ihr oben vielleicht gerade schon gesehen, auch die Möglichkeit mit dem Aufzug hier runterzukommen. Wenn ihr euch dann entschieden habt, in eine Stadt zu laufen, könnt ihr hier einfach geradeaus am Zopf vorbei. Unterwegs, wenn ihr schon direkt Hunger habt, was zu essen, trinken, Antep-Kebab, das spricht mich natürlich direkt an, weil ich ja auch aus Gaziantep komme. Ja, mal gucken, wenn ich gleich Hunger habe, hole ich mir vielleicht gleich einen schönen Döner. In wenigen Minuten seid ihr auch schon fast in der Innenstadt. Und hier habt ihr noch mehr Essen, Haus des Döners, dann gibt es da hier hinten auch noch einen Döner, also nur Döner. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann könnt ihr euch natürlich hier auch so ein bisschen entspannen. Das beruhigt ja das Wasser, wie die anderen Leute hier auch, kann man sich da hinsetzen und einfach entspannen, bevor es weiter in die City geht. Ich bin mal ein Stück weiter gelaufen, dann habe ich hier so einen königlichen Hof gefunden. Ich meine das mal gelesen zu haben, dass das mal ein Hotel war, also vom Namen her auch. Aber die haben das jetzt hier eben schön umgebaut fürs ÖPNV, für die Busse. So, und jetzt sind wir eigentlich schon fast mitten in der Stadt. Wenn man jetzt hier noch weiterläuft, da hinten ist auch die Kirche, was wir auch noch besichtigen wollen. Ja, ich laufe mal weiter. So Leute, ich mache mal wieder Regieassistent. Da könnt ihr auch das sehen, was ich hier so sehe und bewundere. Wir laufen jetzt in eine Stadt. Hier wird natürlich auch schön Musik gemacht. So Straßenkünstler. Heute ist ein Donnerstag. Mittagszeit. Ist noch nicht allzu viel los. Ich denke mal, Wochenenden ist hier auch mehr los. Aber wie ihr sehen könnt, hier gibt sich richtig viel Mühe. Wenn einer 10 Cent, 20 Cent, wie viel auch immer übrig hat, die freuen sich immer. Wir wollen ja noch zu dieser Kirche, könnt ihr ja da hinten sehen. Aber bei der Gelegenheit könnt ihr euch ja mal die ganzen Häuser, so wie ich das jetzt auch mache, bewundern. Zwischen neu, schaut mal auf der Seite, ist wieder alles neu. Gibt es dann natürlich auch so alte Sachen. Da ganz hinten, da ist auch wieder was Altes, könnt ihr sehen, dazwischen. Ja, wirklich interessant, wer sich so für Architektur oder so interessiert, der kann natürlich hier fündig werden. Oder hier dieses schöne Teil, schaut mal. Ja. So,
Ich guck mal, dass ich nicht allzu viele Gesichter hier aufnehme und melde mich dann gleich wieder, wenn ich da hinten an der Kirche bin. Vor dem Extrablatt auch etwas entdeckt, wie ihr sehen könnt. Auch bestimmt so ein Wahrzeichen hier von der Stadt mit so einem Adler drauf. Ja, wirklich toll. Wie ihr sehen könnt, die ganzen Menschen hier, entweder essen sie, trinken sie Eis, Kaffee, Kuchen, alles was das Herz begehrt. Ich habe mal bewusst hier angemacht, weil da einer so schöne Musik da spielt. Das passt auch richtig zu dieser Stadt. So, wir sind glaube ich gleich an der Kirche angekommen. Müsste gleich links die Kirche zu sehen sein. Oh ja, ein bisschen versteckt zwar, aber ich habe die Spitze gesehen und daher wusste ich, dass es gleich kommen muss. So Leute, ich habe einige mal gefragt, wie die Kirche hier heißt, aber im Moment weiß niemand, wie die Kirche heißt. Wir wollen mal gucken, vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Auf jeden Fall ist das eine evangelische Stadtkirche Moers, die muss aber auch schon ziemlich alt sein. Wenn ich das rausbekomme, dann schreibe ich euch das unten drunter. Ja. Auf jeden Fall wird sie gepflegt. Da kann man mal gucken. Ja. Von allen Seiten mal anschauen. Ja. So Leute, es geht weiter. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier so eine Statue. Ich habe vorhin ein paar Mädels gefragt, wie heißt denn der Typ hier? Wussten die auch nicht, ja, wissen die wenigsten eben halt, wenn man sich mit der Geschichte nicht auskennt, aber vielleicht steht das ja irgendwo hier dran, da können wir uns den auch noch mal so anschauen. Auf jeden Fall 1702 bis 1902. Ja, mal gucken, vielleicht steht hier noch etwas. Wilhelm dem Zweiten, deutscher Kaiser, wow. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, aber Wilhelm II., deutscher Kaiser. So sieht das Teil aus, direkt hier vor der Kirche. Wenn ihr dann schon mal hier seid und ihr euch für Mode und Sportdesigns interessiert, dann habt ihr hier die Möglichkeit, wie ihr sehen könnt, Braun Mode und Sportcenter. Riesengebäude, Riesenkomplex, das geht da hinten noch weiter. Euch auszutoben. Wenn ihr richtig gut essen wollt, habt ihr hier nochmal Wirtshaus, natürlich auch Getränke, alles was das Herz so begehrt. Und auf der linken Seite habt ihr dann auch nochmal eine sehr schöne Kirche. Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen schon Altstadt und der Park. Den Park, den gucken wir auch gleich, müsste hier irgendwo noch so ein Kulturlandschaftspark sein. Den suche ich gleich und zeige ich euch auch. Wenn ihr dann auch noch euren Fahrrad mitgebracht habt, habt ihr die Möglichkeit, hier Oranje, Vietze-Route, ne, von Apeldoorn, Herensberg, Kleve bis nach Moers. Holland ist ja nicht weit von hier. Kann man sogar hier mit dem Fahrrad fahren. Auch nicht schlecht. So, jetzt wollten wir uns das nochmal anschauen, was das hier so ist. Ja, ein Museum. Ja, natürlich, wenn man so eine ältere Stadt hat, gibt es immer ein Museum. Das war ja früher mal auch eine Grafschaft, früher auch ja, ganz alte Stadt. Und das heißt auch Grafschaftermuseum, sehe ich gerade. Ja, das ist die Henriette Kurfürstin von, was steht da? Brandenburg. Aha, also ich kenne sie nicht. Wie gesagt, man muss die Geschichte eben studieren, um das alles. Wenn jemand sowieso nach Moers kommt, dann hat er das ja schon längst studiert. Ihr wisst ganz genau, was ihr sehen wollt und was nicht. Ne? Hier habt ihr nochmal Grafschafter Museum im Moerser Schloss. Ja, das Museum ist heute geöffnet, also kann man besichtigen. Vorhin, das war die evangelische Kirche.
Und das hier ist die katholische Kirche 1560. Leute, das muss man sich erstmal vorstellen, diese Zeiten, Wahnsinn. Und eine sehr schöne, offene Kirche, kann natürlich jeder rein, beten, gucken. Ich zeige euch das mal nur so ein bisschen. Ja. So, dann laufen wir mal weiter. Wie ihr schon hören könnt, sind wir an so einem Park mit so Rieddach. Kennt ihr bestimmt. Ja, das fängt da hinten an. Ich möchte jetzt natürlich nicht den ganzen Park mit euch durchgehen, aber wenn ihr Ruhe braucht, einfach mal so ein bisschen spazieren wollt, könnt ihr das natürlich hier tun. Mit den ganzen Gesang von den Vögeln und Krähen könnt ihr hier einfach mal Schlosspark Moers ist das hier übrigens. Ja. Und das geht da hinten noch weiter. Wie gesagt, könnt ihr laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Je nachdem, wozu ihr gerade Lust habt. Ich wollte euch die andere Seite hier von dem Park auch noch mal zeigen. Wenn ihr mit Kleinkindern unterwegs seid, haben die hier die Möglichkeit zu spielen. Und schaut mal, wie gepflegt und schön alles ist. Ja, wirklich toll, oder? Und auch richtig groß, bürgerlicher Park. So sieht das aus. So Leute, wenn ihr da auch noch Hunger habt, dann habt ihr die Möglichkeit natürlich was zu essen. Es muss ja nicht unbedingt immer Burger sein oder Döner sein. Mal was ganz anderes. Bohnen auf Reis. Jawohl. Wenn ihr dann noch nicht genug habt von Moers, auf dem Heimweg oder so, wenn ihr mit Auto gekommen seid, könnt ihr hier ja ein bisschen zu laufen. 100 Meter. Ich erzähle euch mal nicht allzu viel. Bin selber überrascht, gespannt, weil ich war selbst auch noch nicht hier. Eine Halde, wo man 100 Meter hoch dann über die Stadt gucken kann. Näheres gleich. Bleibt weiterhin dran. Boah, ich bin jetzt schon richtig weit gelaufen. Ach, kann man jetzt nicht sehen. Das ging richtig in die Knie, in die Waden. Mal gucken, ob sich das gelohnt hat. Ich glaube, wir sind gleich am Ziel. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Oh Mann. Boah, ich muss erstmal ein bisschen verschnaufen. Also bis jetzt hat sich das schon mal gelohnt. Kraftwerk und so von hier oben zu sehen. Nur Wald. Den Rhein kann ich da hinten auch schon sehen. Ich erzähle euch gleich natürlich mehr über diese Halde. Und schaut mal, ich könnte jetzt eine Abkürzung nehmen und hier hochlaufen. Da ist wohl das Ziel. Aber mache ich nicht. Ich laufe komplett bis da oben mit euch hin. Hätte ich mal die Abkürzung genommen. Das geht noch richtig den Bogen hoch und dann bis da oben hin. Aber lieber sicherer Weg, als wenn wir da noch runterfallen oder so. Wenn ihr natürlich mit dem Fahrrad seid, gar kein Problem. Könnt ihr hochradeln. Für Pkw ist leider gesperrt. Deswegen musste ich auch laufen. Ziel ist in Sicht. Und hoffentlich lohnt sich das auch. Und wir haben eine schöne Aussicht. Da gibt es auch Informationstafeln. Dann kann ich euch bestimmt dazu was erzählen. Worauf wir jetzt stehen, wozu das alles gebaut wurde und vieles mehr. Ja, der Ausblick ist schon mal nicht schlecht. Bin mal gespannt auf die andere Seite. Das erinnert mich so ein bisschen an Seven Sisters bei Brighton und so. Besser gesagt Eastbourne. Ja, könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Diejenigen, die meine Videos auf dem Hauptkanal kennen, da habe ich auch so eine Wanderung mal mitgemacht. Oh ja.
Jetzt werdet ihr Zeuge einer schönen Landschaft. Ja. Da vorne ist die, ich glaube, das ist die 42 oder die 40. Haben wir richtig alles jetzt im Überblick hier. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen verschnaufen und euch dann alles zeigen. Auf der Seite ist nicht viel zu sehen. Ja, es ging wohl hauptsächlich, ich lese euch das gleich ab, was das ist. Es ging wohl hauptsächlich um diese Landschaft von der Seite zu sehen. So, jetzt habe ich mal hier eine Auflistung, was das alles zu bedeuten hat. Aber bevor ich das alles jetzt lese, mache ich mal ein Foto, könnt ihr euch das selbst ablesen. Die Halde Rheinhessen ist eine 74 Meter über Ümgebunsniveau ausgeschüttet Bergehalde in Mörs-Meerbeck. Sie hat eine gesamte Höhe von 103 Metern. So, ich hoffe, ihr konntet alles lesen. Jetzt wissen wir, was es hiermit auf sich hat. Ja, jetzt heißt es für mich wieder runterlaufen. So Leute, ich verabschiede mich von euch mit diesen schönen Bildern hier im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, vom Rheinpreußen Halde. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Mörs, hoffentlich konntet ihr ein paar nette Eindrücke gewinnen und werdet das alles mal besuchen. Insbesondere auch hier diese Halde hier. Bleibt dran, wenn ihr weiter solche Videos, Städtetouren, Ländertouren sehen wollt. Abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Glocke aktivieren, wenn ihr das auch noch nicht gemacht habt. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn neue Videos hier auf dem Reisekanal von Mehmet OE laufen. In diesem Sinne, ich laufe jetzt auch und zwar wieder runter. Bis dann, euer Mehmet OE. Ciao Leute.